Hallo ihr Lieben, wir wollten euch ja ein bisschen mitnehmen, wie wir so den letzten Tag vor Pessach verbringen, beziehungsweise was wir machen, was wir vorbereiten für Pessach. Und jetzt ist quasi der Tag noch vor dem Pessach-Seder. Und da wir quasi die Küche fast fertig haben, haben wir uns jetzt noch was zu essen bestellt. So. Das haben wir jetzt alles bestellt. Was ist das denn? Ja. Ja, Moment. Was ist das denn? Salat haben wir aber nicht bestellt. Wahrscheinlich mitgekommen oder so. Wir essen jetzt aber doch Sushi. Es gibt jetzt ganz viel Sushi. Doch, haben wir. Ich habe den nach unten gepackt, wo schon die Chomet-Sachen sind. Das Wichtigste bei einer Sushi-Bestellung ist besonders viel Ingwer. Normalerweise bringe ich das zum Rabbanut, dass die das für mich abrennen, aber dieses Jahr aufgrund der Ausgangssperren ist das nicht möglich, also mache ich das so ein bisschen behelfsmäßig hier auf dem Herd. Wichtig ist, dass alles, was Chametz ist, an diesem Rost verbrannt wird. Musst du erklären, was Chametz ist? Gesäuert, das ist alles Gesäuerte. Damit ich das am Pessach benutzen darf, um koschere Pessach essen zu können. Dieser Ofen hat eine Selbstreinigungsfunktion und die werden wir jetzt nutzen, um den gesäuberten Ofen nochmal sich selbst abbrennen zu lassen. Um ehrlich zu sein, ich weiß gar nicht, wie das ging, bevor es solche Ofen gab mit solchen Funktionen. Wir hatten früher einen, der hatte diese Selbstreinigungsfunktion nicht und den haben wir an Pessach halt einfach nicht benutzt. Als ich den gekauft habe, habe ich darauf geachtet, dass er das hat. So. Von innen habe ich ihn schon sauber gemacht. So. Na? Ach, ich mache immer eins zu weit. P1, P2. Und jetzt muss ich, glaube ich, ja, diese beiden Knöpfe drücken. Und es geht los. Nein. Wir packen jetzt Chametz ein, um das danach zu verstecken. Vergessen. Vergessen? Bitte nicht. Verstecken und dann suchen. So, und wir haben hier. Ja, wir müssen das suchen. Chala vom letzten Schabbat, okay? Ja. Die wir nicht aufgegessen haben. Dürfen wir nicht. Doch, dürfen wir noch. Bis morgen um 10.24 Uhr, glaube ich, dürfen wir noch Chametz essen. Aber jetzt machen wir daraus. Ein Chametz. Ein Chametz. Zwar. So. Und jetzt schneiden wir hier ein bisschen Alufolie auf. Okay. Ah, das funktioniert nicht. So. Ja. Und jetzt einpacken. Moment, ich mach das. Und ich mach den zweiten. Du willst auch einen einpacken? Ja. Eingepackt, meinst du? Ja, eingepackt. So, wer macht den nächsten? Ich! Ich hab Angst, dass er reißt. So, und jetzt nehmen wir diese, wie viele habt ihr gemacht? Acht. Acht Stück. Und Brotstücke. Eingepackt und
Rosa und ich verstecken sie jetzt und die Jungs müssen sie dann suchen. Woher kommen? Vielleicht sollte das mal. So. Den ersten verstecken wir mal hier im Wohnzimmer. So. Und am Sofa. Levi, hilf mir mal. Komm her. Pesach. Baruch atah Adonai Eloheinu Melech haolam Asher kiddushanu Bemitzvotav vetzivanu Al Biur Biur Chametz. Amen. Und jetzt gehen die Jungs Chametz suchen. Ist mein. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt mal gucken. Wollen wir mal gucken? Wir gucken mal hier. Ich laufe an meinen. Wir gucken mal nicht in die Kerze reinlaufen. Sehen wir hier was? Nein. Sehen wir hier was? Sehen hier. Wir hier was? Sehen wir hier was? Jetzt. Ah, nein, mit dem Besen auf die Schale rauf. Wo ist die Schale? Ich. Ja. Wo ist die Schale? Hier. Levi, hol die Schale. Hol die Schale. Ich. Und ihr macht das zusammen. Levi hält die Schale. Ja? Nee, Ari hält die Schale. So. Okay, ich. So, und Levi und Ari fegt das da drauf. Da rein. Hey, da, das habe ich schon längst gesehen. So, oh. Sehr gut! Yay! Und die wird da gewonnen! Jetzt gucken wir mal weiter. Weiter. Ich hab das Rosa, die Kerze. Da, Ari, feg mal. Ups. Ups, einfach dran. Feg mal. Hier rein. Oh, ich kann doch. Ich muss irgendwie. Mal, guck mal nach unten. Vielleicht seht ihr was. Meistens versteckt sich das unten. Da unten. Ja, dann sehen wir es noch aus. Gibt's eins. Ja, da. Kinderzimmer? Wir gucken mal im Kinderzimmer. Mal gucken, ob wir was sehen im Kerzenzimmer. Oh, erst mit Kerze gucken, erst nur wenn wir es mit der Kerze sehen, zählt das. Ja. Oh, da ist was. Fünf. Hier? Warm, 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 warm. Na. Ja, Rosa hat's gefunden! Ja! Ey! Ah, oh, die hat's gefunden! Ah, oh, kannst du es sehen? Ja! Sehr gut! So. Schon. Wie viele sechs. Haben wir gefunden? Sechs? Papa, ich hab einen gefunden! Ich hab den gefunden! Du hast den gefunden! Oh, oh, oh. Ja, da ist er! Vorsichtig, heiß! Sehr gut! Yay! Alle abgefunden! Vol Hamira. Vol Hamira. Vachamira. Hallo Leute, jetzt ist die Küche dran. Und genau. Ich zeige euch mal, was wir hier machen. Papa, kann ich gut Aluminium haben? Ja, kannst du gleich. Was machst du denn? Ich decke jetzt den Herd ab. Ich will doch Brot. Brot dürfen wir jetzt nicht mehr. Man sieht das, was wir jeden Schabbat machen? Nein. Jeden Tag meinte ich? Genau. Zwei
ist verbrennt. Ja, oben ist verbrannt. So, Herd ist fast fertig. Und jetzt müssen wir nur noch die Fläche hier abdecken. Guck mal, da und da ist die Feuerstelle, okay? Das heißt, da und da lassen wir es offen. Hier so rum, einmal rum. Wirklich rum? Mhm. Okay. Okay, so. Jetzt unser Herd komplett fertig. Ich habe noch mehr Glühbirnen. Und jetzt muss es 20 Minuten brennen, damit es wirklich koscher ist. Mhm. Und dann hier reinmachen, das Papier. Weil es ist noch ein bisschen Papier. Okay? Das Ganze hier reinmachen? Ne, das hier rein und das Holz, Brot meine ich, hier rein. Wir verbrennen gesäuertes. Ey, hier sehe ich Hammels auch. Und normalerweise gehst du mal zu so einem Riesenfeuer, ne? Wo alle ihr Brot dahin bringen. Es gibt mehrere Feuer in der Stadt, große und kleine. Meistens in so. Zweimal haben wir das gemacht in diesem Riesenfeuer. Genau. Das ist meistens in solchen großen Containern, die sonst für Bauschutt oder sowas genommen werden. Damit es auch sicher ist. Und da kommen dann alle hin und verbrennen ihr Chametz und sagen dann die dazugehörigen Segenssprüche. So, aufgrund von Corona machen wir das jetzt zu Hause hier in der Ecke im Kleinen. Ich hoffe, wir fackeln das Haus nicht ab. Nein, die Stelle ist sicher hier. Die Schachtel, die hatte ja auch Chametz drin, ne? Und sonst können wir sie gleich mitverbrennen als das Hametz. Man darf auch, wenn man das nicht verbrennen kann. Gib mal weiter weg. Alle, du auch. Gib mal. Wie das sein soll. Ja, warum geht das? Im letzten Jahr. Ist die in der Besserbox? Ja. Das Jahr war aufbewahren. Machen wir Sachen, die viel besser sind. Es ist zum ersten Mal, dass wir diese Küche kaschern für Pesser. Deswegen muss ich hier noch den Zuschnitt machen. Aber ist ja nicht weiter. Ja, das ist jetzt hier schon. Und ist abgedeckt. Und unser Mittagessen ist auch schon sehr schön die Schubladen abgeklebt, wo hier zum Beispiel auch fehlen noch ein paar Schilder, aber schon mal gemacht. Wir machen jetzt ein Pessach Shopping Haul. Und zeigen euch, was du eingekauft hast. Ja, ich alleine. Und warum?
ich musste eine Stunde anstehen dafür. Genau. So, lass mal anfangen. Also, wir fangen mal an vielleicht mit Seife und Sachen. Wir haben hier zum Beispiel für die Kinder Handseife gekauft. Dann zum Waschen Seife. Genau, Spülmittel. Spülmittel, ganz wichtig. Koschere Pessach steht hier hinten. Kann man jetzt nicht sehen. Ist aber genau. Gut. Wir haben auch Duschgel für die Kinder gekauft. Allerdings, das ist etwas, was kontrovers ist. Also es gibt Leute, die sehr, sehr strikt sind. Die kaufen sich sogar Shampoo und Duschgel und alles Koscher für Pessach. Wir sind da jetzt nicht so streng, weil wir ja Shampoo nicht wirklich essen. Allerdings, genau. Aber wir haben Zahnpasta Koscher für Pessach. Da gibt es eigentlich keine zwei Meinungen. Das muss so sein. Ja, genau. Dann gehen wir über, ja, wir haben noch so ein bisschen Geschirr, das können wir schon mal weg. Was haben wir noch? Das für Jenny, weil ohne das kann sie nicht leben. Das sind kandierte Pekannüsse und Cranberries. Und Cranberries. Das ist so unser Lieblingsfrühstück. Schwämme zum Saubermachen. Ja. Ah, Zahnbürsten frische. Zahnbürsten muss man auch sollte wechseln. Sollte man sowieso ab und zu mal machen. Genau, aber zu Pessach sollte man auf jeden Fall neue Zahnbürsten. Muss man. Kartoffeln. Was ist Pessach ohne Kartoffeln? Kein genau. Pessach. Ganz viele Kartoffeln. Dann diese leckeren Kekse gibt es nur einmal im Jahr. Kokoskekse. Genau. Die lieben wir. Die Kokoskekse. Ja, aber für nach einer Woche hängen sie mir so zum Hals raus, dass ich sie ein Jahr lang nicht mehr essen mag. Was haben wir noch gekauft? Wir haben Chips für Pessach. Sonst essen wir eigentlich keine Chips normalerweise. Aber. Pessach, hat man so wenig zu essen. Die sind ja auch aus Kartoffeln. Genau. Die finde ich aber lecker. Das sind Kekse aus Nüssen, aus Nussmehl. Sehr lecker. Dann haben wir, weil wir zum allerersten Mal dieses Jahr einen eigenen Pessach-Seder machen, haben wir solche Seder. Das sind keine echten. Vielleicht kaufen wir uns irgendwann mal so richtig schöne echte. Das sind so, ja, wenn man zu Pessach, das zeigen wir euch dann später nochmal, was man da alles reintun muss. Eine der Sachen, die da reinkommen, ist das, haben wir auch gekauft, Chrosset, das ist so eine Dattelcreme, süß und lecker. Die kann man auch zum Kochen sehr gut benutzen. Dattelsirup lieben wir mit. Und zum Essen. Und noch mehr Kartoffeln. Und mehr Kartoffeln. Oliven. Ja, genau, Oliven, Honig. Cola. Ja, das ist für dich. Cola, Koscher für Pessach. Hier, genau. Da steht's. Mein Rabbiner in Hamburg hat sich vor Pessach einen ganzen Koffer voll Cola aus Israel mitgebracht. Weil nur in Israel gibt's Cola, Koscher für Pessach. In Amerika, glaube ich, auch. In Amerika auch. Und in Deutschland gibt's aber keine. Und er konnte nicht eine Woche ohne Cola aushalten. Wir haben hier das Problem nicht. Bei uns kriegt man die einfach im Supermarkt. Was an der Cola Koscher für Pessach ist, ist ein bisschen kompliziert. Das ist nichts für jetzt. Das ist das würde zu lange dauern. Leute, die keine Cola trinken, trinken Kaffee. Kaffee für mich. So, dann gibt es relativ wenige so Cereals. Cornflakes können wir nicht essen, weil das Korn ist und die Aschkenasen sind. Aber sowas können wir ein bisschen zum Frühstück. Das ist gemacht aus Matzemehl. Also erstmal hat man Matze gebacken, dann hat man sie wieder zu Mehl verarbeitet und dann das daraus genommen. Genau. Und generell kann man backen mit auch zum Beispiel Matzeballs. Machen wir Matzeballs dieses Jahr? Vielleicht. Genau. Kann man entweder aus Matzemehl Sachen backen oder aus Kartoffelmehl. Frisches Brett. Koscher so, und frisch. Und was wären wir Aschkenasen ohne... Mayonnaise. Das ist eine ganz, ganz kleine Dose. Ganz klein. So. Ja, du kannst die Sachen auch hier lassen. Du könntest nachher wegräumen. Ah, das ist Essig. Und Essig auf Hebräisch heißt Chamutz. Und Chamutz klingt wie Chametz, weil ja sauer und gesäuert. Ne? Auf Deutsch ist es auch ähnlich. Und es gibt deswegen Leute, die essen an Pessach kein Essig. Wir sind nicht so, wir essen ja, Chametz. Es gibt auch zum Beispiel Leute, die essen kein Knoblauch an Pessach. Zum Beispiel Chabad isst kein Knoblauch an Pessach, weil früher Knoblauch in Osteuropa neben Weizen angepflanzt wurde. Genau. Ja. Also genau, das sind Matzemehlkekse, ne?
Ja. Ich mag die nicht so gerne. Die Kinder essen sie, ich esse sie, ja, einmal im Jahr ist das gut. So, Zwiebeln und wir haben natürlich im Kühlschrank noch Joghurt, Milch und Gemüse, Salat und solche Sachen. Und ganz viel Traubensaft. Weil wir sind keine Alkoholiker und wir haben außerdem Kinder. Und man soll 4 Gläser Wein trinken und wenn man das nicht aushält, so wie ich, dann trinkt man eben Traubensaft. Genau. Das kommt nachher auf die Pessachplatte. Dazu später mehr. Ja, wir brauchen auch Gewürze. Gewürze muss man auch extra für Pessach neue Gewürze kaufen, die auch koscher für Pessach sind. Wir haben natürlich Salz und Zucker, Olivenöl. Und Kiddushbecher aus Plastik. Und Knoblauchsalz. Dadada. Und auch halt Obst und Gemüse gekauft. Hier. Gemüse habe ich ja schon erwähnt. Batata, Kartoffeln hatten wir schon, Bananen, Äpfel, Avocado, Orangen. Und zum Schluss das Allerwichtigste. Und das Allerwichtigste, ja. Matza! Genau, wir sind jetzt keine Matza-Fans, aber einmal im Jahr ist das okay. Es gibt einen Minhag, dass man von Anfang des Monats bis Pessach keine Matze isst, damit man sich so freuen kann, so richtig. Auf keinen Fall darf man heute Matze essen, damit man sich abends darauf freuen kann. Wir sind so streng, wir essen das ganze Jahr keine Matze. Du hast noch was vergessen. Ketchup noch. Ketchup. Koscher für Pessach. Ketchup extra gibt es auch noch. Ja. Mein Leben. Ich glaube, das war es auch. Und dann zeigen Eier, wir euch gleich. Eier, ohne Ende Eier. Oh, Eier, stimmt. Wir haben ja schon. Hier haben wir auch schon gekocht. Welche verkocht? Als ich im Supermarkt war, stand da ein Schild: jeder nur 2 Packungen. Weil man auch an Pessach halt Eier essen muss und auch isst. Und gleich zeigen wir euch, wenn unser Tisch auf dem Balkon fertig ist für den Cedar, zeigen wir euch, wie so eine Cedarplatte aussieht. Also bis gleich. Also das ist unser Cedar-Teller. Wir haben uns für eine sehr schlichte Variante entschieden. Ein bisschen aus Plastik. Vielleicht nächstes Jahr dann was Schöneres. Auf jeden Fall sind hier mehrere Dinge drauf. Zum einen der über dem Feuer geröstete Knochen und das gekochte Ei. Diese beiden Dinge repräsentieren die Opfer im Tempel. Dann haben wir hier die Kartoffeln, die gebackenen Kartoffeln. Man kann stattdessen auch Zwiebeln benutzen. Es geht hier darum, dass man wie sagt man, Vegetable auf Deutsch? Gemüse. Ein Gemüse hinmacht, ja. Dieser Salat, der schmeckt ein bisschen bitter. Das ist extra einer mit so bitteren Strunks. Und hier ist das bittere Horseradish oder wie sagt man auf Deutsch? Radieschen? Nee, du weißt schon, was ich meine. Das soll uns an die bittere Arbeit als Sklaven in Ägypten erinnern. Und dieses Charoset, was ein bisschen süß ist, unser Charoset ist hier aus Datteln gemacht. Man kann es auch aus Äpfeln und Nüssen und sowas alles herstellen. Das soll an den Mörtel erinnern zwischen den Steinen, die Sklaven, die jüdischen Sklaven in Ägypten aufschichten mussten. Und das stellen wir auf den Teller, auf den Tisch. Dazu kommt noch ein Becher mit Tränen, das ist Salzwasser, wo wir dann das Ei hineintunken und essen. Und damit beginnen wir den Seder. Ich hoffe, das hat euch gefallen, das Vlog. Und wir haben jetzt noch 5 Minuten, um uns für Pessach fertig zu machen. Genau, wir wünschen euch Chag Sameach, schöne Feiertage, was auch immer ihr feiert. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.